Das Minoxidil auftragen. Ich bin hier jetzt in der Galerie. Freunde, wisst ihr eigentlich, dass ich 30 Jahre alt bin und bis heute noch kein Loch in den Zähnen hatte? Ich habe auch eine Technik mal damals von meinem Klassenlehrer gehört, damals in der Realschule war das schon gewesen, dass er eine bestimmte Technik angewendet hat, um sich die Zähne zu putzen und seit dem Tag nie wieder Probleme mit Löchern hatte. Und ich dachte mir, okay, wenn das bei ihm funktioniert, funktioniert das auch bei mir. Dabei ist es ganz, ganz einfach, Freunde. Es geht wirklich nur um die Auflagefläche der Backenzähne, ja, dass ihr das nicht einfach so mit so einer Hin- und Herbewegung putzt, sondern immer dieses weg. Versteht ihr? Raus aus den Zähnen. Seitdem mache ich das. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Aber das soll jetzt kein Video zum Thema Zähneputzen werden, Freunde. Hier geht es heute um Minoxidil, nicht ums Zähneputzen, Freunde. Ich teste Minoxidil mittlerweile seit einer Woche und der Test geht 3 bis 6 Monate lang. Ich trage das auf meine Kopfhaut auf, um zu gucken, ob ich wieder schöne, dicke Haare bekomme. Und auch auf dem Bart, weil ich mir die Lücken hier wegbekomme. Wer kein Video verpassen möchte, abonniert hier unbedingt diesen Kanal. Und wenn euch dieses Format gefällt und wenn ihr wollt, dass ich weitermache, denkt dran, dem Video ein Like zu geben. Wie gesagt, ist heute Woche 1 und ich spüre schon eine gewisse Wirkung oder Nebenwirkung, wovon ich auf jeden Fall eine Nebenwirkung spüre im Moment, Leute, ist wirklich der Lockdown light. Diese Isolation tut mir gar nicht gut. Und um dem entgegenzuwirken, gönne ich mir jetzt was und ich nehme euch mit. Was meint ihr, soll ich ohne Käppi gehen oder nicht? Freunde, kann ich so rausgehen? Ich weiß es nicht, aber ich traue mich wirklich nicht, ohne Käppi rauszugehen. Das heißt, ich muss wieder mit Käppi gehen. Ey, ey, ey. Freunde, ich hoffe, mein Catwalk-Lauf hat euch gefallen. Nennt man das überhaupt so? Naja, wie auch immer. Let's go, Jungs. Freunde, denkt unbedingt dran, es ist gerade grün geworden, ich muss weiterfahren. Einmal das Video liken und abonnieren. Und wer hat es erkannt, das war das Logo der THM hier in Gießen. Ich habe auch hier in Gießen studiert an der JLU. Warum ich das erwähne, Freunde, heute ist ein emotionaler Moment für mich. Ich habe die letzten 5-6 Jahre hier in Gießen gelebt und ziehe gerade jetzt diese Woche um, wieder zurück nach Frankfurt. Und ich sehe das Ganze mit einem weinenden Auge, weil ich werde Gießen auf jeden Fall vermissen. Gut, so weit weg ist es nicht, aber trotzdem war auch mit einem lachenden Auge, weil Frankfurt ist einfach die Stadt, die ich liebe, in der ich aufgewachsen bin und für mich einfach die geilste Stadt in ganz Deutschland. Ich bin hier jetzt in der Galerie Neustädter Tor in Gießen und werde mir jetzt ein bisschen was zum Anziehen kaufen, werde mir jetzt eine neue Käppi kaufen. Als ob die wussten, dass ich komme, haben die einfach eine Puppe von meiner Zukunft dahingestellt. Ich bin normalerweise Minimalist. Ich ziehe fast immer das Gleiche an. Ja, das ist jetzt eine absolute Ausnahme, dass ich mal shoppen gehe, Freunde. Du kannst ja gar nichts machen. Du bist den ganzen Tag zu Hause. Und ich dachte mir so, irgendwas Neues, irgend so ein T-Shirt, Cappy, was ich normalerweise nie anziehen würde, wenn ich das dann mache. Vielleicht gibt es mir so einen Dopamin-Boost. Naja, wir sehen uns zu Hause. Bis gleich. Oder doch lieber mit schwarzer Mütze statt mit pinker Käppi. Nein, Käppi war besser, oder? So, Freunde, bevor ich an dieser Stelle weitermache, will ich jetzt erstmal mir das Minoxidil auftragen. Dadurch, dass ich ja gar keine Haare auf dem Kopf habe. Und das gilt für alle, die wirklich sehr weit fortgeschrittenen Haarausfall und Minoxidil benutzen. Ich würde euch nicht empfehlen, einen ganzen Milliliter zu benutzen, sondern weniger. Vielleicht 0,5 bis 0,7 Milliliter. Weil das ist einfach so, bei den Leuten, die viele Haare noch haben, da geht einfach extrem viel verloren, weil viel an den Haften dran bleibt. Soll ja gar nicht an den Haaren haften, es soll ja auf der Kopfhaut haften
oder natürlich hier an den Wangen. Daher meine Empfehlung an euch, Freunde, wenn ihr Glatze oder sehr weit fortgeschrittenen Haarausfall habt, dann benutzt wirklich nur die Hälfte und nicht einen ganzen Milliliter. So, Freunde, kommen wir zum wesentlichen Teil und danach beantworte ich zwei Zuschauerfragen. Ich benutze Minoxidil seit einer Woche. Trage es mir täglich 1 bis 2 Mal auf. Ich bin noch nicht bei dem Rhythmus, dass ich sage 2 Mal, weil ich habe das Gefühl, immer bei mir ist es ein bisschen zu viel, weil wirklich alles auf der Kopfhaut landet und bei normalen Haaren ist es einfach so, dass nicht alles drauf landet. Deswegen will ich da keine Überdosis eingehen. Damals habe ich es auch nur einmal täglich benutzt, Freunde. Das heißt, circa vor 10 Jahren war das. Und das hat auch super funktioniert. Deswegen glaube ich, hat das wirklich keinen hohen Stellenwert, dass man das 2 Mal täglich benutzen muss. Was habe ich bis jetzt gemerkt? Welche Nebenwirkungen habe ich bis jetzt gespürt? Und ich habe tatsächlich schon bei der ersten Anwendung gleich etwas gespürt. Und das wird wahrscheinlich gleich wiederkommen. Und zwar ist das ganz, ganz komisch. So eine Stunde nach dem Auftragen, Freunde, ist es tatsächlich so, dass sich meine Kopfhaut ein bisschen schwerer anfühlt. Aber nicht mal unbedingt an den Stellen, wo ich es aufgetragen habe, weil ich trage es ja hier oben auf. Und hier an den Seiten fühlt sich auf einmal meine Kopfhaut ganz schwer ein. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das auf den Wirkstoff Minoxidil zurückzuführen ist. Das kann vielleicht um Alkohol liegen, vielleicht an irgendwas anderem, was da drin ist. Aber auf jeden Fall habe ich das gespürt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es angenehm ist, aber ich würde auch nicht sagen, dass es unangenehm ist. Andere Nebenwirkungen spüre ich nicht. Aber was mir aufgefallen ist, ist die Kopfsache. Ja, und das ist bei vielen, vielen von euch bestimmt auch so. Ihr benutzt das und habt Angst vor Nebenwirkungen. Und weil ihr Angst vor Nebenwirkungen habt, gebt ihr da so viel Aufmerksamkeit darauf, dass ihr da schaut, oh, wie ist das mit meiner Haut, wie ist das mit meinen Augen, wie ist das mit meiner Kopfhaut, dass ihr auf einmal Dinge wahrnimmt, die vorher schon da waren, aber die ihr gar nicht wahrgenommen hattet und die sie jetzt auf einmal als Nebenwirkung wahrnimmt. Das stelle ich bei mir auch fest, dass ich da wirklich viel, viel mehr auf meinen Körper jetzt achte, seitdem ich Minoxidil auftrage. Aber Fakt ist, selbst dieses Gefühl von schwerer Kopfhaut, ja, es ist schwer zu beschreiben. Das beschreibt es, glaube ich, am besten, dass es an einigen Stellen einfach so ein bisschen schwerer ist, dass da so ein bisschen Druck ist. Selbst das hatte ich vielleicht vorher auch, aber dadurch, dass ich da mit einem ganz anderen Bewusstsein jetzt dran gehe, merke ich das eher. Also alles in allem kann ich sagen, bis auf das spüre ich gar keine Nebenwirkungen oder auch Wirkungen. Und das ist auch klar, die ersten Wirkungen werden sich erst nach 3 bis 6 Monaten zeigen. Genauso lange werde ich das Ganze auch nehmen, 3 bis 6 Monate. Und werdet euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Jetzt gehen wir über zu euren Zuschauerfragen. Passend zum Thema beginnen wir mit einer Minoxidilfrage von AsAs. Sollte man Minox überall am Oberkopf auftragen oder wenn zum Beispiel nur Geheimratsecken das Problem sind, nur in die lichten Stellen einarbeiten? Sehr gute Frage, das fragen sich wahrscheinlich sehr viele, die gerade Minoxidil benutzen. Minoxidil unbedingt auf den gesamten Oberkopf auftragen. Was du machen kannst, ist zum Beispiel, wenn bei dir der Schwerpunkt in der Tonsur ist, mehr in die Tonsur einarbeiten. Wenn der Schwerpunkt mehr vorne die Geheimratsecken sind, mehr in die Geheimratsecken einarbeiten. Aber mit mehr meine ich jetzt nicht, dass du die 1 Milliliter überschreiten sollst. Die 1 Milliliter bitte nie überschreiten. Du musst dir immer vor Augen halten, das war ursprünglich ein Medikament. Ja, Minoxidil war ein Medikament zum Blutdruck senken. Und es geht ein Teil davon immer in den Organismus rein. Deswegen ganz wichtig, die 1 Milliliter nicht überschreiten. Aber trotzdem kannst du den Fokus natürlich, je nachdem, wo der Haarausfall ist, eher an die Tonsur oder an die Geheimratsecken legen. Und das nächste ist gar keine Frage, sondern eine Aussage von einem etwas verwirrten Zuschauer, der gar nicht mehr weiß, was er machen soll. Und zwar von Toxi. Zuerst, ich mag deine Videos, aber ich hätte einige Fragen. Du sagst, dass Minoxidil nur für einige Jahre wirkt. Es ist schlecht. Haarteile sind auch schlimm. Haartransplantation ist auch nicht eine gute Lösung, dann was sollen wir machen? Das bedeutet, dass es keine richtige Lösung für Ausfall gibt. Bitte antworte alles gut. Okay, er ist ein bisschen verwirrt, weil man muss ganz klar verstehen. Ich sage, Minoxidil ist geil, Haartransplantation ist geil, Haarteil ist geil. Aber ich bin nicht wie die anderen Haarteil- oder Haartransplantationsverkäufer, die jetzt auf einmal sagen, ey, es ist mega geil und es hat keine Nachteile. Nein, ganz klar, jedes dieser Alternativen hat Nachteile. Minoxidil wird wahrscheinlich nicht für immer bei dir wirken. Nichtsdestotrotz gibt es keinen Grund, das nicht über einige Jahre hinweg zu benutzen. Das Haarteil ist eine geile Sache, aber ist klar, ist mit Aufwand verbunden. Es sieht geil aus, aber du musst es halt in regelmäßigen Abständen ab und wieder dran machen und hast immer wieder die Gedanken, sieht man das nicht, das gehört zum Haarteil dazu. Und die Haartransplantation ist eine sehr, sehr geile Lösung, wenn du dafür geeignet bist. Ja, wenn du Minoxidil nimmst und erwartest, es wird für immer bei dir wirken, fail. Wenn du das Haarteil trägst und damit ins Brazilian Jiu-Jitsu Training gehst, fail. Wenn du eine Haartransplantation machen willst, obwohl du ein Novo 7 bist, einen schlechten Spender hast und volle Haare erwartest, fail.
Du musst halt genau herausfinden, was ist für dich das Wichtige und dich dafür entscheiden. Bro, was bringt das, wenn ich zu dir sage, mach das, das ist geil, mach das, das ist geil. Dann unterscheide ich mich doch gar nicht von allen anderen am Markt. Dann bin ich ja auch nur jemand, der irgendwas versucht zu verkaufen. Und das will ich nicht sein, denn meine Mission ist es, jedem, der ein Haus verleidet, wieder zu vollen Hasen zu verhelfen. Das fängt dabei an, dass ich dir zeige, dass du nicht alleine bist, wenn du im jungen Alter ein Haus verleidest. Das zweite ist, ich kläre dich auf und gebe dir das Werkzeug in die Hand, mit dem du dich besser informieren kannst und besser Entscheidungen treffen kannst, sodass du nicht mehr auf schwarze Schafe reinfällst. Und erst im dritten Step sage ich dir, geh zum Haarteil, mach eine Haartransplantation, hol dir eine Haarpigmentierung, benutze erst ein Minoxidil, komm dann erst mit der Lösung. Aber dann auch wirklich individuell für dich zugeschnitten. Es bringt ja nichts, wenn ich allen sage, für dich ist das geil, für dich ist das geil, für dich ist das geil. Das gibt's nicht. Ich kann keinem Ringer sagen, trag ein Haarteil, weil mit einem Haarteil kannst du nur sehr schwierig ringen. Ich kann niemandem, der Norwood 7 und einen schlechten Spender hat, sagen, mach eine Haartransplantation. Ich kann zu niemandem, der komplett kahl ist, so wie ich, sagen, trag Minoxidil auf. Das versuche ich jetzt im Moment gerade natürlich herauszufinden. Ich schaue, ob meine Haare auf dem Kopf dicker werden, weil ganz kahl bin ich nicht. Wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Also mir geht es darum, dir zu helfen, nicht dir irgendwas zu verkaufen. Natürlich kann ich dir sagen, das ist geil, mach das einfach. Aber mache ich nicht. Ich fühle mich nicht wohl damit. Und mir ist wichtig, dass ich wirklich hinter all dem, was ich sage, auch wirklich stehen kann. Und dass ich nur das sage, wofür ich einstehe. Weil wenn ich irgendwann mal meiner ehrlichen Linie untreu werden sollte, was nicht passieren wird, ich weiß genau, das wird mich innerlich zerreißen. Das kann ich nicht. Ich bin einfach ein ehrlicher und aufrichtiger Mensch. Meine Werte sind klar. Ich wurde mit diesen Werten erzogen. Ich wurde mit diesen Werten aufgezogen worden. Und die gehören zu mir. Und ich kann nicht einfach sagen, ey, das ist geil, wie die anderen Vertriebler. Geht nicht. Ich bin immer ehrlich, immer aufrichtig und versuche so objektiv wie möglich zu sein. Also Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. This a layup, this a rebound, then it's robbing. Tyson with the fade, not the air, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's not.